Hasta la Shisha, Freunde. So, heute werdet ihr ein bisschen von meinen Videos geflutet. Aber ich hoffe, es sind ein paar interessante Videos für euch dabei. Ja. Was ich hier jetzt mal noch zeigen möchte, sind einfach ein paar kleinere Gadgets, die man so zum Shisha-Rauchen bestellen kann. Einiges davon habe ich auch schon in früheren Videos gezeigt, aber ich wollte einfach so noch mal eine kleine Zusammenfassung machen. Ja, was ich euch noch mal zeigen möchte, sind für Pfeifen, die keinen Diffuser haben, dieser hier hat ja jetzt einen, sind diese Silikon-Diffuser, die man kaufen, bestellen kann. Das wäre zum Beispiel das hier. Diesen habe ich bei uns in einem Shisha-Shop gekauft. Der kostet bei uns etwa 5 Schweizer Franken. Ist sehr praktisch, hat hier eben einfach eine Öffnung, Silikon, die man über das Tauchrohr stülpen kann. Und so eigentlich jede Pfeife mit einem Diffuser ausstatten kann. Das gleiche gibt es noch mit einer größeren Öffnung, die dann 3 verschiedene solche Ringe hat, die man hier einsetzen kann, je nach Größe vom Tauchrohr. Diese habe ich mehrere davon bei Shish oder AliExpress bestellt. Kostet dann normalerweise im Versand zwischen 1 bis 2 Franken pro Stück. Kann man teilweise auch 2 Stück kaufen für 2 Franken plus 1 Franken Versand. Ist natürlich eine attraktive Alternative und bei einem Silikonstück kann man da eigentlich nicht viel falsch machen. Es gibt dann noch in dieser runden Form mit dieser kleinen Öffnung, den habe ich auch bei Wish oder AliExpress, ich weiß nicht mehr genau, bestellt. Auch etwa um den Preis inklusive Versand um 2 Franken. Und der eignet sich natürlich eher für kleinere Tauchrohre. Aber mir gefällt da die runde Optik noch sehr gut. Ich rauche gerne mit Diffuser. Zwischendurch auch ohne. Ich darf auch gerne mal blubbern. Aber je nachdem, gerade wenn man nebenher Videos schauen möchte oder wer drinnen raucht und Fernsehen schaut, der ist natürlich froh, wenn es weniger blubbert. Dann habe ich mir hier noch den KS Dimo gekauft. Das ist der hier. Den habe ich jetzt hier aktuell auch auf der Pfeife drauf. Das ist einfach ein Silikonkopfanschluss mit integrierter Molassefänger. So dass die Molasse, wenn sie dann im Kopf runtertropft oder auch falls es blutet und dort Molasse austritt, sich in diesem Sombrero-Hut auffängt und die Pfeife somit weniger verschmutzt. Was natürlich runtertropft und durch die Öffnung auch in das Rauchrohr tropft, das fängt der natürlich nicht auf, aber es fängt tatsächlich schon eine Menge Molasse weg, so dass die Pfeife tatsächlich weniger verschmutzt. Vor allem rundherum und über den Kopfanschluss und Kohleteller macht das schon einiges aus und erleichtert auch die Reinigung. Dann habe ich mir auch mal verschiedene Hygienemundstücke angeschaut. Ich rauche ja zwar meistens daheim und benutze somit eigentlich kein Hygienemundstück, aber falls man mal in eine Shisha-Bar geht oder zu Freunden, kann man ja gerne mal ein Hygienemundstück mitnehmen. Das erste Hygienemundstück
ist von K2, das habe ich mir hier in der Schweiz gekauft. Das ist ein Edelstahlmundstück mit dem typischen Silikonadapter, einfach ein Stück Schlauch, das man so einfach über den Schlauch stülpen, über das Mundstück stülpen kann. Ja, der kostet natürlich hier in der Schweiz etwa 15 Schweizer Franken. Es gibt auch günstigere Modelle für 10 Schweizer Franken, teilweise auch aus Epoxid. Aber es kann auch gerne 20 Franken oder sogar mehr sein, wenn es ein spezielles Design ist. Kann man machen, aber auch hier habe ich mal bei Wish und AliExpress verschiedene Mundstücke noch bestellt. Ich kenne da jetzt die einzelnen Preise nicht mehr so genau, aber die lagen alle so um 1 bis 2 Franken und dann kam immer noch etwa 2 Franken Versand dazu. Also sagen wir mal so zwischen 3 bis 4 Franken pro Mundstück. Und zwar habe ich mir mal dieses Mundstück gekauft. Das gibt es natürlich auch in anderen Farben. Hier in dieser Zebra-Optik. Inklusive dem Umhängeband. Auch mit dem Silikonanschluss. Passt natürlich genauso gut. Ist also von mir aus gesehen eine gute, günstige Alternative. Muss man halt ein paar Wochen warten, bis das hier ist. Dann habe ich mir noch ein metallenes geholt. Ich glaube, das war 2 Franken. Ich glaube, das Kunststoffene war 1 Franken. Und eben jeweils etwa 2 Franken Versand. Auch hier dasselbe. Funktioniert natürlich einwandfrei. Vom Prinzip her genau dasselbe wie das 15 Franken Mundstück. Und das erste, wo ich mir bestellt hatte, war dieses. Da war das Band nicht dabei. Was ja eigentlich auch egal ist. Diese Lanyards kriegt man ja überall mal. Auch Epoxidharz oder Kunststoff. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe hier mal dieses rot-blaue bestellt. Funktioniert also genau gleich. Ja, das einfach mal so. Ich sehe da nicht ein, warum ich für ein Stück Metall oder Plastik mit einem 3 cm oder 4 cm Silikonschlauchstück um die 15 bis 20 Franken bezahlen soll. Gut, ich habe es ja mal gemacht, ich habe ja eines davon gekauft, aber da ist kein Funktionsunterschied. Kann man also machen. Das war's dann schon mal wieder. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Hasta la Shisha.